So, auch da müssen wir erstmal noch dieses Rezept hier nutzen. Irgendwo hatten wir doch auch Syngas. Ich überlege gerade, ob ich Wasser dann besser nach. Ja, wir machen das so rum. Ich drehe das Wasser hier rum. Ja. Platz im Inventar ist kein Problem. Das hier weg. Warte mal. Die Strommasten dann noch Verbindung. Das Band kann ja doch gerade durchlaufen. Ist der größer oder habe ich den falsch gesetzt? Wenn der ist ein Tick größer. Trotzdem lasse ich da die kleine Lücke. Aber es reicht nicht, wenn ich jetzt hier ein Band nehme und nach links rüberführe. Darüber führe. Ja. Kommen wir da nicht an, aber trotzdem, ich mache das so. Es geht schon. Es geht alles. Das heißt, wir machen hier die Ausgabe. Achso, bei den Pilzen habe ich noch gar keine Ausgabe gemacht. Ne? Warte mal. Ich muss das andere Rezept gucken. Eingabe ist 1, 2, 3, 4 Bänder und ich brauche ja noch ein fünftes Band für die Ausgabe. Ja. Achso, Entschuldigung. Da in der Mitte habe ich die Ausgabe gemacht. Genau. Ich habe da auch in der Mitte die Ausgabe gemacht und das mache ich hier auch. So rum. Jo, 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 jo. So, passt doch. So, was haben wir auch? Brauchen noch Syngas. Das haben wir hier irgendwo bei dem anderen Kram noch gebraucht. Wo ist es? Da. Kommt von da. Dann ziehe ich das einfach, das Rohr hier stumpf runter.
Kann auch mal ein bisschen aufräumen. Okay, Zeug von oben hole ich da her. Also genau, wir brauchen noch Saatgut, wir brauchen noch Soil hierfür. Habe ich jetzt gar nicht im Gepäck, da muss ich mal eben bauen. Achso, und wir brauchen einen botanischen Garten. Gar nicht, reicht da einer? Habe ich den überhaupt geplant? Ja, einer reicht. Vier. Ja gut, dann müssen wir hier doch noch mal das ein bisschen aufsplitten. Moment, jetzt habe ich das aber da. Das auf der Bahn gefällt mir das gar nicht so gut. Nee. Nee, das mache ich so nicht. Bis dahin. Du biegst bereits da ab. So, hier baue ich mal sicherheitshalber das wieder so. Ja, da habe ich den Platz nicht. Machen wir das so. Wenn ich es nicht brauche, später das letzte Band. Also ich muss ja nicht so viele Bänder haben, aber es trotzdem so. So, dann brauchen wir den Soil Generator. Da ist ein 3 Abstand. So, du erzeugst mir 7 Soil. Wir brauchen 8,5 Zoll, aber der wird ja später auch noch blau, ne? Und der braucht noch Wasser.
zwei grüne. Ein Pumpjack. Der braucht so viel Wasser. Das kann der andere nicht mehr liefern. Der hier. Ach so. Warte mal, dann machen wir das nochmal anders. Den nochmal. Das passt gerade so schön. Können das Wasser trotzdem verbinden, also aber dann machen wir hier, den drehen wir um 180 Grad, geht das Wasser hier hoch, könnte das andere auch noch mit versorgen, ist egal, und dann machen wir den Zoll Generator da drunter. Dann ist die Frage, brauchen wir das Helium? Da an der Stelle ist also das hier. Da oben ist es schön, ja. Jetzt könnte ich das so verlängern. Wobei ich natürlich auch möchte, dass das Syngas dann an derselben Stelle ist. So. Oder ich mache es an. Achso, warte mal, das sind wir jetzt zufällig. Wir sind jetzt genau beim Liquid. Nitrogen. Und hier ist wieder okay. Moment, auch Liquid-Hydrogen habe ich ja noch ein Problem, wie ich sehe. Das da. Mach das mal dahin. Da komme ich sogar bis unten hin, okay. Und hier. Da lasse ich den so, da passt er ganz gut hin. Okay, es ist ein bisschen gerade gerückt. Hin auf die Höhe. So, jetzt können die Soil Generators dahin. Der eine.
Achso, genau, den wollte ich drehen, den wollte ich drehen, ja. Ich bin am Überlegen, ob ich da auch das Saatgut drauf packe. Sorry, ich bin gegen den Tisch gestoßen. Weil die anderen Sachen ja. Ah ne, die kommen auch von unten. Genau, die kommen da. Rechts ist der Bahnhof. Also rechts unterhalb von uns. Wenn das nach links transportiert, dann wird es von unten nach oben transportiert. Nee, ist gut. Ansonsten wäre es halt praktisch gewesen, diese zwei Sachen, die von unten kommen, auch auf selbe Band zu packen und die anderen Sachen von oben kommen lassen. Aber brauchen wir dann ja nicht. Was brauchen die sonst noch? Die nicht die, sondern die. Genau, das haben wir oben alles gesehen. Und ich glaube, ich lasse das hier an dieser Stelle auch ohne Growth Factor. Der verkompliziert das alles nur. Ich spare dadurch quasi nichts. Okay, ich würde eine Pilzfarm sparen, wenn wir jetzt hier auf Growth Factor gehen. Und klar, ich spare natürlich ein bisschen von den anderen Zutaten, aber das spielt jetzt hier, glaube ich, keine große Rolle. Es ist jedenfalls vorbereitet. Wir können jederzeit Growth Factor hier mit reinnehmen. Aber erstmal werden wir das Rezept so belassen, wie es jetzt hier ist. So, und dann sind wir eigentlich durch. Dann haben wir Aromatics. Genau, und das haben wir schon mit dem Silber-Zink-Dings. Achso, genau, und dann brauchen, dann kommt der nächste Step. Das ist dann wieder Cadaveric Arums, um daraus dieses Dimethylsulfid zu gewinnen. Das haben wir schon ganz oft gemacht. Und das ist das Gas, was wir hier irgendwo brauchen. Das hier auf der rechten Seite. Habe ich da überhaupt die Bahn frei? Ja, nicht so ganz. Muss ich hier nach außen ziehen, das Rohr, und dann hoch. Oder beziehungsweise, nee, wir schließen es dann hier an, nach rechts. Genau, denn das können wir eigentlich auch schon mal machen. Die Cadaveric Arum, da habe ich sicherheitshalber auch einen mehr genommen, als wir eigentlich brauchen. So, jetzt haben wir da links die Bahn frei. Jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4 für uns selber. Und auch da lasse ich keine Lücke. Also genau, was willst du tun? Das wäre hier mit Growth Factor. Ich habe da unten ohne Growth Factor genommen. Machen wir jetzt hier auch.
So. Eins, zwei, drei, vier Bänder braucht er auch wieder als Eingang. Plus nochmal. Warte mal, du brauchst auch noch Acid Gas. Wo krieg ich das denn jetzt her? Und dafür auch noch zwei Botanical Nurseries. Wir sind jetzt bei 3,1. Aber schon mit dem schlechteren Rezept auch gerechnet. Also mit vier Anlagen bin ich da gut. Ja. Also wie viel Wasser ist das? Das können die Links doch bestimmt mal mit versorgen. 200. Ja, das geht. Wir haben 1200 auf der linken Seite mit roten Pumpen. Das kann das hier alles mit versorgen. Also machen wir den mal so rum. So, Wasser müssen wir nach links noch verbinden. Die beiden sind ja miteinander verbunden, da oben drüber. Und hier ist jetzt das Wesentliche, die Ausgabe des Saatguts. Das passt auf eine Fließbandseite, meine ich. Die Ausgabe der Pflanzen, meine ich, genau 15. Und das wieder so, so. Das hier rüber. So, ich habe gerade keine roten Bänder mehr, dann machen wir das so. Will ich das so rum machen? Ja. Und hier kommen jetzt die Botanical Nurseries darunter. Da brauche ich auch unterschiedliche, muss ich aufpassen. Wobei, nee, ich muss gar nicht so sehr aufpassen. So.
Davon brauche ich zwei, ne? Ah, ist okay, das passt. Und dann 24 von den anderen. Aber ich musste auch noch zur Not Saatgut vermehren. Wenn wir nicht genügend haben. Das heißt, du machst das andere Rezept. Mal gucken, wenn ich das Saatgut dahin packe. Dann können die hier das so. Ich mache wieder Blödsinn, ne? Obwohl, nee, ist eigentlich nicht schlimm. Ist okay so. Kann man machen. Und du bist der Letzte, der rauflegt. Die anderen haben dann alle schon raufgelegt. Genau. Jetzt ist die Frage, mache ich noch irgendwas an Reserve? Das passt schon so. Also wenn ich irgendwann feststelle, es passt doch nicht, dann kann ich ja zur Not eins von den 24 hier umrüsten, dass es dann zu so einem wird. Und dann haut es halt hin, dann haben wir halt hier irgendwie 4% weniger Produktion oder irgendwas. Ja. So, und jetzt kommt die nächste Botanical Nursery. Packe ich die auch genau dahin? Das ist das andere Gas. Genau, dann mache ich den Gasausgang auf die linke Seite. Nein. Nein. Ja. Guck mal, das wäre eigentlich das Bessere, ne? Ne, wir brauchen Acid-Gas noch dafür. Ja, das ist das etwas kompliziertere. Aber hier kriegen wir das einfach so raus. Das passt schon. Sonst muss ich rechnen. Und dann gibt es auch wieder Probleme. Wo wird das Acid-Gas verbraucht? Wird es da oben verbraucht? Wird es da unten verbraucht? Auf einmal haben wir dann keine Pflanzen mehr oder so. Das kann halt passieren. So. Das hier machen wir noch mal ein zweites Mal. Dann können wir es gleich kopieren. Und sagen auch, ihr legt hier. Achso, ich habe gar keine Greifarme mehr. Einmal.
Ansonsten brauche ich noch ein paar Rohre. Und genau, Saatgut muss ja noch irgendwie reinkommen. Ja, die Pflanzen müssen reinkommen, damit die Saatgut draus gewinnen können. Warte. So. Mal sehen, ob der Platz reicht. Wir brauchen es insgesamt 12 Mal. Also 2, 3, 4, 5. Ich sehe nichts. Glaub so, ne? Ja. So, jetzt sehe ich schon 6 Stück. Jetzt brauchen wir nochmal 6 Stück. Die können auf die andere Seite, wenn ich die jetzt einfach hier links rüber packe. Ja. Hier einfach dann da drunter. Müsste hinhauen. Ich drehe das einfach mal, mal gucken. So, das ist eigentlich kein Problem. Ich setze das mal kurz dahin. Das wäre genau diese Flucht, ja. Okay. So, jetzt wollen wir natürlich da kein Zündgas drin haben. Das kommt hier weg. Das, die ganzen Rohre kommen weg. Und stattdessen das hier verbunden. So. Und das Saatgut legen wir dann da damit drauf. Ja. Kann man so machen. Das ist ein bisschen im Weg. Das eine Rohr, das macht aber nichts. Das macht da auch nichts. Ach so. Das macht da ein bisschen was. So, das einen höher setzen ist jetzt kein Problem. Muss auch flexibel sein.
bin irgendwie versetzt. Achso, durch den einen immer noch. Ja, ja, klar. So. Okay. Der Strommast stört jetzt mittlerweile. Was ist das überhaupt für eine Leitung hier? Warum? Okay, wir machen Folgendes. Der geht hier weg. Muss hier nochmal ein bisschen aufräumen. So, dann kannst du dahin, vielleicht werde ich ihn noch ein bisschen verschieben oder so, das kann alles sein. Ach, jetzt normale Strommasten fehlen mir jetzt auch. Und dann kann das wieder bleiben, wenn das andere verbunden ist. Ich hoffe, wir haben jetzt kein Problem. Der hat Strom und die rechte Seite wird auch Strom haben. Jetzt fehlen mir drei botanische Gärten oder vielleicht sogar vier. Mir fehlen Greifarme und was nicht alles. Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Kann ich mich nach der Folge drum kümmern. Im Prinzip war es das aber auch. Die Bänder müssen noch runter. Achso, genau, und die Verbindung haben wir gemacht. Ja, die Verbindung haben wir gemacht, darüber immer. Und jetzt muss das Saatgut dann noch irgendwo... Darüber. Also das Band. Wobei, da mag ich es nicht so gerne. Aber ein tiefer. Jo, da fehlt mir jetzt auch noch ein bisschen Fließband. Denke ich, ein guter Zeitpunkt, um jetzt hier mal zu unterbrechen, dass ich mir ein bisschen Material besorge und das hier alles vernünftig anschließe. Wobei, komm, ich habe im Zug noch was, der Zug ist ja direkt neben mir. Ich will zumindest die Fließbänder noch mal eben machen, die Strommasten, und dann haben wir das schon mal ganz vernünftig aussehend, so dass dann nur noch die Zulieferung fehlt. Also, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit.
zwei, dreimal Strommasten. Dann ein bisschen was zum Basteln. Das mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch mehr Eisen. Kupfer. Rest ist okay. So rum, dass ich das hier rot mache. So. Jetzt haben wir gesagt, hier ist das, hier sind die Pflanzen. Vorrang hat der hier links. Weil der noch neues Saatgut erzeugen kann. Obwohl, das ist wichtig mit dem Vorrang, wenn wir es gleich verteilen. Nee, komm, das ist egal. Brauchen da keinen Vorrang. Weil, selbst wenn er hier nur auf der Seite hier die Hälfte abbekommt, der ist ja immer zuerst dran. Der kann immer ein Saatgut produzieren. Auch die beiden kriegen immer genug, um Acid-Gas zu erzeugen für die Produktion da. Ja, hier muss ich ein bisschen aufpassen, hier muss ich schon mal unterirdisch legen. Und das Endprodukt müssen wir jetzt noch mit der linken Anlage verbinden. Hier. Irgendwie.
Hier so in die Ecke ungefähr. So. Ich denke, das war's. So, dann danach, wenn ich die Leitung hier angeschlossen habe, also die Fließbänder, dann bleibt nur noch eine Sache. Und das ist dieses hier, Zinkoxid, Nanopartikel. Das müssen wir irgendwo bauen. Nicht hier. Ich habe schon Bahnhof eingerichtet, wo wir das machen. Wir brauchen Zinkacetat dazu. Vielleicht machen wir das da, wo wir das herstellen. Das können wir irgendwo bauen. Also wir bauen das hier zusammen. Alles das, was hier ist, kommt an einen Fleck. Und mir fällt gerade auf, was ist das? Ach, Methanol. Wollen wir den noch separat selber bauen? Weil 256 Methanol ist nicht so ohne. Natural Gas. War mit heißer Luft. Heiße Luft müsste bei uns auch langsam knapp sein. Ich glaube, wenn unsere Anlage mal voll läuft, da haben wir viel zu wenig heiße Luft. Also das ist okay. Wenn dann hier die rechten Rezepte. Biomasse ist aus Biomasse und dann Methanol und Syngas. Das ist sehr verlockend, das so zu machen, weil wir hier auch eben Syngas brauchen. Brauchen wir das Syngas in derselben Menge, ist die Frage. 250. Werden wir hier 250 Syngas los? Warte mal. Und hier waren wir, ne? Genau, da war noch was. 150 ungefähr brauchen wir nur. Das ist schlecht. Kann ich das so nicht machen. Wo war ich? Das wäre eigentlich das Billigste, aber ich muss mich dann auch darauf verlassen können, dass ich genügend Wasserstoff habe, dass ich müsste Wasserstoff selber herstellen, dann muss ich Sauerstoff vernichten. Aus Syngas können wir Methanol auch herstellen. Das heißt, wir machen das so. Und
Und sagen dann hier Matrix Solver. Und dann macht es dann trotzdem verkehrt. Ja. Ich den höher setze. Jetzt macht das richtig. Guck mal an. Und an Rohstoffen ist das okay für mich. Also 2 Kupferplatten, 6 Nexelitplatten und 12 Biomasse gebe ich gerne dafür aus. Also brauche ich noch einmal Methanolreaktor. Geht nicht. Und zweimal Gasifier. Das machen wir dann mal hier drüber. Die Sachen habe ich alle schon bekommen. Also nochmal zweimal Gasifier. Einmal Methanol. Reaktor. So, und trotzdem, wo bauen wir das hin? Das ist die Hauptzutat, Sodiumhydroxid. Ich weiß, wo unsere Hauptproduktion ist für Sodiumhydroxid, aber ob ich da jetzt nochmal wieder 20 abgreifen kann, das wage ich zu bezweifeln. Aber warte mal, Schwefel haben wir da auch. Wir machen, okay, es ist beschlossene Sache, wo wir es machen. Und zwar, sag mal, wie heißt das Zeug? Zinkoxid-Nanopartikel. Hier haben wir Sodiumhydroxid, was gerade nicht hergestellt wird, weil Slaked Lime fehlt, aber es ist wahrscheinlich ein Problem. Unser Base geht es derzeit noch gut, aber da muss ich nachschauen, warum kein Slaked Lime da ist. Abholung Leim, die Farm macht kein Leim mehr. Oh, das ist aber. Ui, das ist aber schlecht. Obwohl, die macht genug Leim. Also, das ist das, was auf das Band drauf passt. Wir haben halt nicht mehr. Also, wir machen das mal auf die To-Do-Liste. Mehr Lime. Farm. So. Also, aber jedenfalls, wir haben dort also Sodiumhydroxid. Ob das da schon hintransportiert wird oder so. Und der Block ist sowieso voll. Oder ich baue das dann daneben. Ach guck mal, hier machen wir im Prinzip auch schon das Gleiche, was wir jetzt unten nochmal machen, ne? Die Anlage hier vielleicht einfach so kopieren können. Ja. Nicht aufmerksam genug gewesen. Ja. Ist es auch mit dem Ralesia, mit den Pilzen. Ja.
Hier ist viel von dem Kram, was wir unten jetzt nochmal machen. Okay, aber dann könnten wir doch hier... Zuliefern muss ich mir noch überlegen, haben wir da noch Bahnhofskapazität frei? Hätten wir. Könnte man da runter, dahin. Oder? Man könnte auch hier noch einen Bahnhof hinsetzen, so. Gespiegelt von dem hier, da nach links rüber. Aber dann ist das hier ein guter Ort. Zinkoxid Nanopartikel. Werden wir da hinsetzen. Ja, prima. Gut, dann haben wir ein bisschen was geschafft bekommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.